Emergency Room Teil. Es ist mir endlich gelungen, einen Player zu finden, der dieses Spiel aufzeichnet. Juhu! 19 Jahre ist es alt. Aus dem Jahre 2004 stammt das Spiel Emergency Room. Jawohl, Freunde. 29 Jahre alt ist diese Serie mittlerweile. Nächstes Jahr wird sie 30 Jahre alt. Und irgendwann nach 10 Jahren kamen die Macher auf die Idee, hey, lass uns mal ein Spiel machen. Und das haben sie getan. Fesselndes Spiel in hochdetaillierter 3D-Umgebung mit über 100 einzigartigen Personen. Das wird lustig, das wird spannend und das ziehen wir jetzt auch mal eiskalt durch. Zumindest die erste Episode versuchen wir mal hier reinzuprügeln. Was wir dafür brauchen, um dieses Spiel aus dem Jahre 2004 bzw. 2005 zu spielen, ist ein Windows XP DirectX-kompatible Soundkarte, Tastatur, Maus, Lautsprecher, ein 2 GHz Pentium 4 oder ein Pentium M AMD, 512 MB RAM, glaube ich, 2 GB Festplattenspeicher, da wird schon ein bisschen kritischer, oder eine 64 Mbit RAM Grafikkarte, eine ATI Radeon 7500. Tut mir leid, meine liebe Grafikkarte, ich tausche dich einfach mal aus. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Sonst langweilt sie sich zu sehr. Hier meine Grafikkarte, wenn ich die alte jetzt drin lasse, baue ich die mit die andere ein. Alternativ, falls man natürlich mangels T&L Videokarte nicht hat, braucht man ein 2,8 GHz Pentium 4 oder AMD für das Rendering der Software. Nun gut, wir wollen nicht lang drum rumdödeln, wir wollen hier zocken. Und zwar eben Emergency Room. Und dafür beginnen wir ein neues Spiel. Und wie sollte es anders sein? Wir müssen uns erst einmal einen Charakter erschaffen. Natürlich sind wir Dr. L. Nerd Sinski. Aber mit dem Bindestrich? Nein, Bindestrich kann er nicht. War wohl ein bisschen zu alt dafür. So, wir sind weiß, wir sind männlich, weiblich. Oh Gott, ja, weiblich. Weiblich und Latina. Kann man jetzt auch keinen großartigen Unterschied erkennen, ob man jetzt Latina oder dann doch dunkelhäutiger ist. Aber ich bin ein weißer Mann. Und sehe aus wie so ein Vollnazi. Machen wir unsere Haare erstmal lang. Augenfarbe ist, keine Ahnung, was weiß ich, kackbraun. Und mein Kittel ist düsse. Mein Kopf. Jawohl. Zoomen wir doch mal in die Rübe rein. Oh mein Gott, Neandertaler lässt grüßen. Ja, das sieht doch gruselig genug aus. Auch nur 2 Kittel. Macht ja nichts. Dann wollen wir mal das Übliche machen, was man bei solchen Spielen immer macht. Man verteilt seine Skill Points. Wir haben natürlich 12 Erfahrungssterne, die wir hier munter verteilen. Und wir brauchen natürlich alles gut. Wir können natürlich auch aufteilen, wie wir wollen. Aber im Laufe des Spiels erhalten wir natürlich noch weitere Skill Points dazu und können dann entsprechend hier aufsteigen. So, das Tutorial können wir leider nicht spielen. Das funktioniert dummerweise nicht, weil wenn ich das Tutorial spiele, komme ich nachher an das Hauptspiel nicht rein. Das hat Gründe, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich hängt es tatsächlich damit zusammen, ein Windows XP Spiel zu spielen auf dem Windows 11 Rechner, der sich bei dem Spiel langweilt. Also der hat, ich glaube, summt der überhaupt? Ja, ganz leise summt der vor sich hin. Also da wird... Der wird nicht aufheulen oder sowas. Aber wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe oder jetzt hier zu weit mal rüber swappe auf die andere Seite in meinen Aufnahmebildschirm und dann hier wieder reingehe, ist das Spiel tot. Das heißt, es werden eben jetzt ganz spannende Zeiten. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Emergency Room. Ist denn das zu fassen? Kommt gleich am ersten Tag 5 Minuten zu spät. Ach, sei kein Benten, drück ein Auge zu. Neuer Anfänger? Ist wirklich schon wieder ein Jahr vergangen? Ich erhole mich noch von den Gestalten aus dem letzten Jahr. Ich habe noch nie einen derart frisch gestärkten weißen Kittel gesehen. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Das hast du von Pratt auch behauptet. Ob er überhaupt etwas drauf hat?
Es heißt, er sei im Studium der Jahrgangsbeste gewesen, ist angeblich ein echter Superstar. Naja, sie hätten das Geld für die Reinigung in eine Uhr investieren sollen. Neuer Anfänger, richtig? John Carter, wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Willkommen im County, dem Zufluchtsort für die Kranken, die Schwachen, die Sterbenden und die Betrunkenen. Ich hoffe, Sie haben im Studium gut aufgepasst. Das Wichtigste zuerst, wenn Sie hier erfolgreich sein möchten, müssen Sie pünktlich sein. Sonst macht man hier keinen guten Eindruck und handelt sich gleich einen schlechten Ruf ein. Aber in der Praxis können Sie sich beweisen. Machen Sie Ihre Arbeit gut, behalten Sie eine saubere Weste, retten Sie ein paar Leben, dann wächst bestimmt bald Gras drüber. Alle neuen Anfänger müssen lernen, die Patienten im Warteraum einzuteilen. Entscheiden Sie, wer am dringendsten Hilfe braucht, und schicken Sie ihn auf die Station. Heute ist Ihr erster Tag, übernehmen Sie sich nicht. Und wenn Sie sich überfordert fühlen, ist es keine Schande, um Hilfe zu bitten. Da, die Rettungssanitäter liefern gerade jemanden ein. Sie sind dran. Einliefern ist ganz gut. Hank, kannst du mich hören? Sag doch was. Lorraine, mein Bein ist gebrochen, nicht mein Kopf. Hör auf zu kreischen. Doc, tun Sie mir einen Gefallen und geben Sie ihr etwas, damit sie still ist. Wird er wieder gesund? Ich habe Abgabetermine. Abgabetermine für Ihren Mann. Okay, wollen wir den Knaben nochmal behandeln, gucken, was er hat. Ah, gebrochenes Bein. Dann wollen wir ihn doch mal in dieses Krankenbett verlegen. Und darauf müssen wir jetzt erstmal auf dem MTA warten. Die Frau haut schon mal ab, denn sie hat ja Abgabetermine für ihren Mann. Also das ist Hank. Nee, und Hank hat halt ein gebrochenes Bein. Wir gehen dann schon mal vor. Die Frau will auch nicht unbedingt warten. Hat die Frau da ein Mikrofon in der Hand? Scheint so. Aber wie, scheint tatsächlich, das ist eine Reporterin. Und wir warten jetzt eben. Auf ihren Mann, der jetzt gerade vom MTA abgeholt wurde. Da kommt er. Also können wir uns zurück begeben. Dumm im Weg rumstehen können, wäre ich alles super. Ich mache übrigens gerade gar nichts. Das macht jetzt alles hier so, wenn man im Weg rumsteht. Dann läuft die Figur eben auch gerne mal ein bisschen hin und her. Wir haben jetzt hier, und das ist die Behandlungszeit, die wir haben, um Hank zu behandeln. Das heißt, insgesamt bleiben 2 Minuten, jetzt noch 14, 12, um eben Hank zu behandeln. Ah, jetzt warten wir noch auf eine Schwester. Und da kommt schon, das ist Schwester. Wen haben wir da? Schwester Sen. Damit hätten wir Hank. Ihre Beziehung zum Personal in der Notaufnahme kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Vergessen Sie nicht, vor Ende Ihrer Schicht mit Dr. Lewis und Dr. Pratt zu sprechen. Sie beißen nicht. Dr. Lewis jedenfalls nicht. So, und wir kriegen jetzt von dem Typen etwas Schokolade. Wunderbar, das war unser erster Patient und wir können jetzt auch aha, okay. Um schneller Personal zu finden, können Sie die Registrierkarte Personal. Wo soll die denn sein? Im Menü Information. Ah, okay. Information. Personal. Dr. Carter. Und jetzt können wir uns hier quasi, falls wir sie jetzt suchen. Ah, das ist okay. Okay, so. So, Dr. Luis. Ah, da sehe ich auch. Aber jetzt komme ich da jetzt hin.
gute Kinderärztin. Okay, aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen was tun hier. Mal gucken, was bist du für einer? Ah, hier können wir gleich mal verlegen. Da ist das Bett frei. Und das Schöne ist, wenn wir halt eben zu diesem Bett wollen, brauchen wir eben nur dahin dackeln und schon bringt er uns da selber hin. Dumm, die dumm, die dumm. Wo bleibt der Honk? Jupp. Da ist schon mal die Schwester oder der Pfleger. Heißt das dann eigentlich Bruder? So. Bitteschön, Mr. Frank Ames. Sie können die Entlassungspapiere fertig machen. Mit dem sind wir fertig. Aber kein nix für uns? Meine Güte. Ah, hier muss man die Hände waschen, kann nicht schaden. Weil wir haben hier ja auch eben unsere Hygiene, Erregung, Energie. Hygiene, Energie und unseren Gelassenheitswert. Der muss natürlich immer schön ausgeglichen sein. Und wir angeln uns den nächsten Patienten. Da, die Frau sieht richtig schön krank aus. Aber die Frau ist zu krank für uns. Das kriegen wir aber nicht hin. Wir sind erst... Das tut mir leid, meine Frau. Du warst... Dich könnten wir verlegen. Da bitte hin. Da machen wir den nächsten Neurologischen. Und du geh dir mal ein neues T-Shirt anziehen. Dumm, die dumm, die dumm. Warten, warten, warten. Warte, Daten. Bitte warten. Ein bisschen schneller. Sieht aus wie bei der Zombie-Apokalypse. So, quack, quack, quack. Watsch, watsch, watsch. Da kommt doch schon die... Schuss. Im Warteraum sitzt ein Clown. Und ich meine damit nicht Rail. Sorgen Sie dafür, dass er anständig versorgt wird. Draußen gibt es viele traurige Kinder. Sehen Sie zu, dass er und seine flapsigen Schuhe sich bald wieder an die Arbeit machen. Aber zackig. So, tatsächlich müssen wir aber hier erstmal... Bringen wir gerade jemanden um. Da haben wir uns mit verhauen. Ich helfe Ihnen gerne, aber machen Sie es nicht zur Gewohnheit. Wieso? Ich kann ihn noch umbringen. Aber wir suchen jetzt erstmal unseren Clown. Das ist hier diese Behandlung. Läuft ab. Kündbar. Nein, wenn wir den Clown nicht behandeln. Aber alle Special Interest Gäste, die wir so behandeln müssen, die tauchen immer komischerweise an diesem Ort auf. So, hallo Clown. So, erstmal wollen wir dich verlegen. Dann legen wir dich mal dahin. Ich bevorzuge ja eher die ersten beiden Betten hier unten. Da sind die Wege nicht so lang. Und wir müssen dann auch darauf achten, wenn dieser Stern jetzt hier voll ist, dann können wir uns einen Skillpunkt geben. Den haben wir jetzt hier als Schwester. Schwester Kendall. Like a candle in the wind. Like Schwester Candle in the wind, wenn sie mit dem Cabrio fährt. Los, komm her, Bobo, du Clown. So, da wollen wir nochmal die gucken. Hier zwei, dass ich das kann, war ja... So, komm, gib Gas. Gut, wenn Sie keine vollständige Diagnose Ihres Patienten erstellen können, ist vielleicht das volle Testprogramm angesagt, um die Differentialdiagnose einzugrenzen. Das Personal sagt Ihnen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Gut, jetzt haben wir gerade das Wort Differentialdiagnose gehört. Differentialdiagnose bedeutet, er hat eine Erkrankung und wir wissen nicht genau, was für eine das ist. Das heißt, in dem Fall geht es eben darum, was kann es sein, und das sind halt... Tja, differenzierte Diagnosen, das heißt, er hat Bauchschmerzen, er hat eine Magenverstimmung, das kann sein als Beispiel Blähungen
und so weiter und so fort. Und entsprechend diese unterschiedlichen Möglichkeiten, was er hat, das sind halt die Differentialdiagnosen und die muss man eben weiter ausgrenzen oder eingrenzen in dem Fall, indem man jetzt beigeht und sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie ist zum Beispiel sein Blutwert? Und wenn jetzt, wenn man sagt, so dieser Blut, ein hoher Blutwert hiervon oder ein Enzym und das schließt halt das andere aus. Das heißt, man geht bei, in der Medizin, ist es einfach so, dass es unheimlich, dass man eher nach dem Ausschlussverfahren geht. Was hat er jetzt? Und deswegen muss man halt eben auch mal gucken, so, okay, die schicke ich jetzt mal zur Blutabnahme. Wir machen ein großes Labor, um eben zu gucken, was ist es nicht. Das heißt, man will nicht unbedingt wissen, was es ist in erster Linie bei der, in der Medizin oder auch in der Forschung, sondern was ist es schon mal nicht? Was können wir ausschließen? Denn zum Beispiel ein hoher Blubla kann sein, dass das kein Krebs ist, weil, ne, und so weiter und so fort. Oder man kann bestimmte Differentialdiagnosen nicht oder nicht ausschließen, weil es eben derselbe Wert für uns bedeutet. Also das ist eben Medizin. Medizin heißt eben immer alles nur ausschließen, aber nichts wirklich wissen. Weil es eben nur immer so darauf hindeutet, was es sein kann. Und das bedeutet dann eben, am Anfang hat man eben Kopfschmerzen und Kopfschmerzen ist die Differentialdiagnose für alles Mögliche. Kopfschmerzen kann auch Blähungen sein. So, den können wir behandeln, den legen wir uns da unten hin. Und hier sehen wir halt eben, dass Emmett Buttons zurzeit auf seine Laborergebnisse wartet. Wartet der denn eigentlich da? Sitzt der da? Nö, habe ich jetzt nicht gesehen. Hallo Kind, was machst du da? Hier sehen wir dann auch anhand des Balkens eben, dass der Patient noch nicht so weit ist. So, jetzt ist er da. Und wir können ihn hoffentlich nicht behandeln. Schwester Flores begleitet uns und wir bringen den Kerl doch nicht um. Ha! Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben nicht viel Einfluss darauf, was da passiert. Das heißt, wir müssen da jetzt durch. Und wir wollen derweil mal ein bisschen mit der Schwester uns unterhalten, mit der guten Flores. Weil wir müssen ja auch eben zugucken, dass wir ein gutes Verhältnis zu den Leuten haben. Oh, das fand sie nicht so gut. Ihr Thema ist, sie mag Fernsehen. Okay, darauf können wir eingehen. Ich mag auch Fernsehen. Sie mag Wikinger? Ach, Kultur. Ja, ich mag auch Kultur. Irgendwie kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Das war nix. Wir werden mit der Frau nicht grün. Und wir gucken uns einfach mal den nächsten hier an. Ricardo Molina. Was hast du? Oh, nee, das wird nix. Sorry. Wir sind alle jetzt ein bisschen zu hoch für uns. Ja, Doktor. Ich würde Sie gerne gleich verlegen in OP3. Wir machen dann eine Darmresektion bei Ihnen. Bei einem Knochenbruch. Kann nur lustig werden. Wie gesagt, bei dem Spiel mag ich es, dass sie tatsächlich die Originalstimmen aus der Serie verwenden konnten. Das finde ich sehr schön. Das hat mir an dem Spiel schon immer sehr gefallen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn
es die Stimmen wechselt. Und wieder nur Schwester Floris. Gucken, ob wir jetzt ein bisschen mit der bisschen grüner werden. Ich werde nicht pro Wort. Die mag uns nicht. Also nicht. Hey, Sie sehen aus, als sollten Sie Pause machen. Sie haben hart gearbeitet. Oh ja, ich hab schon. Wir treffen uns in der Cafeteria. Dann zeige ich Ihnen, wie hier alles läuft. Okay, wir sollen in die Cafeteria gehen. Dann gehen wir da auch hin. Und wir können uns, während wir dorthin dackeln, mal ein paar Punkte verteilen. Da gucken wir mal hier, da können wir schon mal einen aufsatteln. Das macht schon mal Sinn. Und den anderen hauen wir uns in die Chirurgie. So, ich bin Superman, wa? Da war Dr. Platt, mit dem müssen wir uns auch noch unterhalten. Aber erstmal. Also, die Automaten mit den Süßigkeiten sind verlockend, ich weiß. Aber Vorsicht! Der Zucker bringt Sie kurzfristig auf Trab, aber dann folgt der Absturz. Wenn Sie langanhaltende Energie möchten, und die werden Sie brauchen, müssen Sie in der Cafeteria essen. Ist vielleicht nichts Besonderes, aber sättigend. Versuchen Sie mal am Tresen lang zu gehen und sich etwas zu essen zu holen. Dann suchen Sie sich einen Platz an einem Tisch aus und lassen es sich schmecken. Gehen Sie und setzen Sie sich an einen Tisch und essen Sie. So, was haben wir denn? Salat. Sehen Sie, ich kann mir Essen holen. Und ich kann mich, hier hinsetzen. Sie scheinen ganz nett zu sein. Danke. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Auch ein Urgestein aus der Serie. Und da ist Jerry. Jerry will sich mit uns unterhalten. Jerry, mit dir unterhalte ich mich doch über alles. Wollen wir mal einen saufen gehen? Er ist echt cool. So, ich mag Sport. Wie wär's mit dem Witz? Ich mag... Wer war dieser? Ich mag Kater. Jeder mag Kater. So. Gomez. Natürlich, wir alle lieben Gomez. Ich mag. Wo ist er denn? Ich mag Züge. Ah, hier, jeder mag Paul. Ich mag Paul, unseren Sicherheitschef. Schwester Rio, die mag ich auch. Doktor, die Testergebnisse Ihres Patienten liegen vor. Oh ja, dann wollen wir den guten Clown doch mal verlegen. In das Bett und dann dackeln wir nochmal hin. Wir haben jetzt wieder 2 Minuten 50 Zeit. Dort anzukommen. Also alle Zeit der Welt. Wie gesagt, da war er nicht. Ich frage mich, wo er jetzt die ganze Zeit gewesen ist. So, wir waren schon da. So, der hat für den Clown noch behandelt. So, was haben wir für uns?
So, Ansteckblume des Clowns erledigt. Und wir... Irgendjemand ist hier in unserer Nähe, den wir nicht mögen. Deswegen sind die Werte so schlecht. Ist das Dr. Lewis? Dr. Lewis, haben Sie gerade Zeit für ein Gespräch? Nein. Sehen Sie den Patienten, der da reinkommt? Das ist unser alter Freund Larry. Er ist hier Stammgast. Sie müssen ihn nicht persönlich behandeln, aber ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass man sich um ihn kümmert. Okay, haben Sie... Sie haben bestimmt gute Gründe dafür, Zeit zu vertrödeln. Ja, muss ich. Ich soll nämlich mit Ihnen sprechen. Und zwar über... ich mag... Über das Wetter. Ich muss mich mit dir ja unterhalten. Ich habe ja keine andere Wahl. Haben Sie Zeit, Wetter? Ich meine, die Zeit läuft, das ist egal. Super. Hier, machen wir nochmal einen auf Kontakt. Gehen wir mal ein Trinken. Wie geht's? Von dir? Ich bin der Mann, der in der Wand steht. Ich mag Paul. So. Sie mag von dir wirklich? Ich mag Kater. Ich mag Kater. Alter, ist sie von dir besessen oder was? Okay. Operation erledigt. Das sollte reichen. Und wir kümmern uns mal um Larry. Verlegen wir den mal dahin. Und Abmarsch. Larry, Larry, Larry. Kann ich dafür gekündigt werden? Nein. Eigentlich könnte ich den auch annehmen und gleich abschieben. Ich soll mich ja nur um Larry kümmern. Ich muss mich ja nicht behandeln, Sie Larry. Ich muss ihn ja nicht persönlich behandeln. Das heißt ja nur, ich soll mich um ihn kümmern. Larry, die alte Schnapsdrossel. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Hallo. Schwester Schubido. Können wir anfangen? Sind wir soweit? So. Dab, 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 dab. So, das war's. Larry ist geheilt. Und Larry hat was Schönes für uns. Dankbarkeit des Patienten. Eine schnelle Aufbesserung ihrer schlechtesten Statistik. Dankbar wird immer geschätzt. Na, nehme ich doch gerne. Und wir vergeben nochmal wieder 2 Punkte. Einmal ein in der Chirurgie und dann nehmen wir mal ein bisschen Neurologie. Kann nicht schaden. So, wen haben wir hier? Wir suchen jetzt mal, wie war das nochmal? Personal. Da steht aber nicht drauf, wo er ist. Dich suche ich. So. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wo du bist. Wer bist du? Interessiert mich nicht. Wir sollten uns, weil wir ein bisschen so neben der Spur sind, sollten wir mal ein bisschen duschen gehen. Wir haben jetzt Zeit. Wir haben jetzt aktuell ja keine Patienten, die wir versorgen müssen. Und unsere Hygiene ist schon so ein bisschen in den Keller. Und vielleicht läuft uns dann ja auch Dr. Pratt über den Weg. Das wäre sehr schön. Vielleicht finden wir ihn ja unter der Dusche. Dann können wir ihn gleich mal ein bisschen dicht quaken. Aber nein. Wir gehen erstmal duschen. So, das hätten wir. Einmal wieder sauber. Und dann gehen wir doch mal ins Ärztezimmer. Mal gucken, ob wir ihn da irgendwo finden. Da ist er. Dr. Pratt. Brauchen Sie was? Ja, sprech ihn mit. Ha! Perfekt. Wie ist das Wetter?
Okay, also irgendwie verschätze ich es mir auch mit jedem hier heute irgendwie. Nee, Themen, ich mag Kater. Wobei ich mich persönlich frage, kann man Kater eigentlich auch mögen, wenn man eine Katzenhaarallergie hat? Ja, wer mag den denn schon? Ja, wer mag den denn schon? Ich mag ich nicht, Mr. Müssen wir mal gucken, was sagen, ich mag. Nein, geht gar nicht. Voller Ekel. Da ist gerade eine nette ältere Erbin mit Rückenschmerzen zu uns gekommen. Werte sind normal. Sie sagt, ihr tut alles weh. Ich möchte, dass Sie sie persönlich behandeln. Das ist Ihre Chance, uns zu zeigen, was Sie drauf haben. Oh, oh, die müssen wir behandeln. Behandeln Sie die Erbin. So, und die finden wir im Warteraum. Also Abmarsch, wir sind ja halbwegs fit. Und mit den Deppen haben wir ja auch gesprochen. Wir können dann in der Zeit nochmal eben einen Punkt vergeben. Gucken, wo wir den reinschmeißen. Vielleicht ein bisschen hier. Wo ist die alte Dame denn? Da sitzt die Dame. Könnte vielleicht Katers Oma sein. Aber das würde er selber machen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob sie zu dem Zeitpunkt in dem überhaupt noch gelebt hat. Ja, so läuft die Doktoren das. Van Deer und Kelnick kommen gleich runter, um sich ein Bild über die neuen Anfänger zu machen. Ignorieren Sie sie einfach und konzentrieren Sie sich auf Ihre Patienten. Achten Sie darauf, dass Sie zumindest einen Patienten aus allen 6 medizinischen Disziplinen behandeln, bevor Ihre Schicht um ist. Auch das müssen wir noch machen. So, wieder falsche Richtung eingedreht. Passiert mir auch ständig. So, dann wollen wir die nochmal behandeln. Schwester Walters. Ja, das war nix. Also machen wir ein bisschen. So, mal gucken, ob wir sprechen mit. Ich stehe im Bett. Oh ja. Und weg ist er. So, wo geht die jetzt hin? Da geht sie raus. Das ist wahrscheinlich so ein Special-Warteraum. So, wir sollen alle 6 Disziplinen. Dann wollen wir das nochmal tun. Gucken wir uns nochmal um hier. Wen haben wir denn jetzt hier? Toxikologie. Das ist nicht gut. Aber fangen wir mal mit Kinder an. Das sollte einfach sein. Verlegen. Sollte. Dann haben wir nämlich das Kind schon mal abgefrühstückt. So, komm her, Krumpelliese. Rumpelpumpel. So, wen haben wir jetzt mal hier da? Mit wem quaken wir jetzt eine Runde? Steht da nie so genau. So, Kinderheilkunde. Eigentlich wäre ja Dr. Ross dafür zuständig, aber den gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr.
So, das ist sehr gut. Also mit der können wir mal richtig lange quatschen. Kultur mag ich auch. Ach, sie muss schon wieder weg. Ja, du, das Gespräch ist vorbei. Du kannst gehen. So, Kinder haben wir erledigt. Dann suchen wir nochmal hier vielleicht Hand. So allgemeine Chirurgie. Könnte was werden. Siehste, als hätte ich es gewusst. So. Da hätten wir jetzt schon mal die beiden schon mal durch. Hier nehmen sie schon mal Platz, mein Herr. Ich muss gleich mal einer Schwester hier die Schokolade schenken. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir dieselbe Schwester gleich wieder kriegen, aber das glaube ich nicht. Herzpatienten hatten wir noch gar nicht. Wir müssen noch einen Herzpatienten abkaspern. Wir können doch eigentlich auch gar nichts machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier unbedingt was machen müssen. So, da kam gerade ein neues, billiges, williges Opfer rein. Ruth Schäfer. Ja, das ist mir zu, nee, das ist mir, die ist mir zu toxisch. Da werde ich nichts mit. Ich kenne ja meine Fähigkeiten. Den könnten wir... An der könnten wir uns auch versuchen. Nur eine 2. Könnten wir hinkriegen. Wir sind ja beinahe fast 2. Wir können da nochmal eben einen draufsatteln auf die Kardiologie. Das heißt, wir hatten beinahe eine Chance. Und wenn nicht, ja mein Gott, dann müssen wir ihn eben abgeben. Wie gesagt, wir wollen ja niemanden umbringen. Ja, sieht gut aus. Die hätten wir auch. Perfekt. Was bist du? Bist du neurologisch? Der sieht nicht aus wie ein neurologischer Fall, aber das ist. Die sind nie so. Wie man... Ihre liebste reiche Großmutter ist wieder da. Können wir dann gleich in das Bett daneben liegen? Weil unsere Behandlungszeit für die Dame läuft ja an. Sie läuft sowieso erstmal ein bisschen stundenlang durch die Gegend. Und wir warten noch hier auf, Schwester. So, da haben wir auch erledigt, Schwester Rio. Schwester Rio, ich würde Ihnen gerne ein Geschenk machen. Nicht. Ja, die ist auch wieder ein bisschen die alte, ne? Ah, die ist noch nicht. Da müssen wir noch mal... Schicken wir die doch mal zum CT. So.
So, Dr. Scott. Ich würde ihn gerne geben. Falls Sie nichts dagegen haben. Vielleicht können wir ja auch mal was trinken gehen. Oder uns über das Wetter unterhalten. Oh, Football. Ja, und Bears-Spiel gesehen? Katastrophal. Also ich mag Sport. Und Reisen. Oder ist das Politik? Ich glaube, das ist Politik. Ja, ich mag Politik total. Und Reisen liebe ich sowieso. Oh. Wir müssen weiter. Sie wurde gerufen. So, was brauchen wir noch? Was Neurologisches? Du siehst aus, als seist du neurologisch. Obwohl, die sieht mir aus, als hätte er den Bauch, aber... Der ist toxisch. Hallo, wo rennst du jetzt hin? Kardiologisch. Den nehmen wir noch. Oh, oh, oh. Wir brauchen unbedingt was zu mampfen. Dann müssen wir gleich mal wieder was essen gehen. Dann machen wir gleich auch mal ein bisschen Yoga. Sonst kippt uns der Herr hier gleich um. Weil wir nicht mal die Hälfte des Spiels oder die Hälfte der Runde hier überstanden. Geht ja immer so 30 Minuten. Was weiß ich. Wie sind wir hier mit Trester Scott angegangen? So, Carlos Vega erledigt. Und wir sagen erstmal ab in die Cafeteria. Erstmal ein bisschen was essen. Es ist Mittag. Auf der anderen Seite der Welt ist gerade Mittag. Da kann man sich mal einen kleinen Mitternachtssnack reinpfeifen. Jerry steht auch immer wieder dumm in der Gegend rum. Der Notfallkoordinator. So wurde er ja bezeichnet, zumindest irgendwann in den ersten Staffeln. Dann springen wir mal schnell unter die Dusche. Dann machen wir ein bisschen Yoga und dann hauen wir uns hin, bis die Laborberichte der alten Dame da sind. So, das macht es auch ein bisschen gelassener. So, dann gehen wir mal in den Fitnessraum. Gelassenheit. Kann nicht schaden, wir sind etwa 91% gelassen, das heißt, noch ist alles im grünen Bereich. Noch geht es Ihnen gut. So, was machen wir denn? Ja, hier machen wir ein bisschen Handeltraining. Yeah, King Kong ist grüßend. Wer bist du? Was ist das denn für einer? Ja. Und, Wetter gut? Oh, Dr. Kelnick. Ja, mag ich auch nicht. Du, ich, seien Sie mir nicht böse, aber meine Patientin wartet. Ich habe ein Date im Ärztezimmer. Ich muss mich dringend auf Ohr hauen.
da will ich hin. Der hat jetzt fürs Essen und Yoga anderthalb Stunden gebraucht. So, wir sind immer noch keinen Schritt schlauer. Okay. Was, etwas, was wir ja bereits jetzt wissen. Das haben wir ja schon ganz von alleine herausgefunden, dass das so ist. Ne? Da brauchen wir jetzt hier nichts. So, hier wollen wir ein paar Patienten behandeln. Und dann sind wir hier in einem Krankenhaus. Und nicht in der Wohlfühloase. Und das Labor ist immer noch nicht fertig. Ich behaupte, was ist beim CTE. Bei der Computertomographie. Denn wir müssen auch noch ein paar Gehirne zizieren. Oh, bist du gehirnkrank? Oh, du bist allgemein. Ich nehme dich. So, vielleicht finde ich ja doch noch jemanden, der so ein bisschen so leicht toxisch ist. Ja, Kind habe ich schon gehabt. Schon wieder so ein Knochen. Auch schon wieder ein Knochen. Naja, lass mal. Ist nicht das, was ich suche. So, danke, das war das. Sollten nicht eigentlich die Ärzte Ben Vuren und Blub nicht irgendwann mal hier auftauchen? Erfrischungstücher nehmen wir, erledigen. So, wir können noch mal wieder jemanden ein Geschenk machen von den Schwestern. Um uns da so ein bisschen einzuschleimen. Aber wir suchen noch nach einem Tox-Fall. Vielleicht bist du ja ein Tox-Fall. Oh, du bist auch nur so eine Dumme. Und dann hätten wir noch einen Blag. Aber das möchte ich nicht. Again. 36 Stunden Schicht. Da weißt du auch, was du getan hast. So, wieder Anfall. Und wir können uns dann nochmal mit Schwester Scott. Wir machen ihr noch mal ein Geschenk. Und erzählen ihr vielleicht mal einen schönen Witz. Ich meine, sie meinen Humor. Nee, ich mag meinen Humor nicht. Aber da ist sie ja nicht die Einzige. Gut, ein bisschen Wetterquaken. Ich versuche mich. Jetzt wird sie mit mir ausgehen, natürlich. Was hat sie gesagt? Sie mag Sport, die Bears. Ja klar, reden wir über Justin Fields, den Running Quarterback. Achten Sie darauf, dass Sie verschiedene Fälle behandeln. Sammeln Sie Erfahrung in allen 6 Disziplinen. Ja, ich weiß, mir fehlt noch mindestens das und das. Ist ja schön für Justin Fields, dass er der Running Quarterback überhaupt ist mit den meisten Yards, die je ein Quarterback erlaufen hat. Aber
Was bringt's? Die Bears haben am Ende dann der Saison doch nur beschissen gespielt. Ach komm. Haben wir hier mal im Doppelpack. So, wir haben gleich Halbzeit. Das heißt, die ersten 24 Stunden des Spiels sind um. Herzlichen Glückwunsch. Die erste, wie gesagt, wir haben jetzt Halbzeit. Der erste Arbeitstag ist quasi erledigt, aber die Frau ist ein bisschen hartnäckiger. So, damit sind wir durch. Die Frau ist gerettet und wir gehen uns mal die Hände waschen. So. Wie, kein Geschenk für mich? Ich rette dir das Leben und du gehst einfach nur. Die Frau wartet immer noch im Labor. Die liegt bestimmt auf Station. Was bist du für eine? Bist du neurologisch? Nee. Tut mir leid. Da musst du krepieren. Soll sich jemand anders drum kümmern? Ah, die schon wieder. Auch nur. Alter, ich suche toxikologische und neurologische Fälle. Auch nur ein Labor. Auch ein Labor. Alter. Nimm doch, dann lass mir den da. Hallo, ich will da hin. Was ist mit dir? Du könntest ein neurologischer Fall sein. Jawohl. Das ist eine dieser 100 Personen, die total unterschiedlich aussehen. Sieht man ja förmlich, wie unterschiedlich die ganzen Leute aussehen. Alle hoppeln rum wie bei, wie heißt die Serie noch? The Walking Dead. Wobei das hier eher mehr so Fear the Walking Dead ist. So. Das hätten wir auch erledigt. Leider steht hier nirgendwo, wie viele wir bereits behandelt haben. Das steht hier nämlich nicht. Hier steht eben nur, nicht zugewiesen. Also das bringt uns hier nichts wirklich weiter. Was wir noch müssen. Aber ich denke, noch eine toxikologische. Und dann dürften wir die Aufgabe erfüllt haben. Wir haben jetzt ja so ein bisschen die Auswahl. Ah, Neurologie hatte ich erst. Sorry, ich möchte den. Das wäre jetzt ein leichter. Okay. Und du bist jetzt mal toxikologischer, wa? Nee, du bist mein Herzpatient. Ah, leider. Tut mir leid. Alle Betten gerade belegt. Aber ich komme wieder. I'll be back in a few minutes und dann werde ich dir mal hier ein bisschen bearbeiten. Oder werde ich dir ein gebrochenes Erdchen reparieren. So, ich gehe mir schnell die Hände waschen. Wir wollen ja nicht, dass unser Hippie hier septisch wird. So, danke, Shane. Vielleicht sollten wir gleich mal über Frühstück nachdenken. Es ist gleich wieder Mittag.
Es hat die mir meine neue. Oh, es hat die mir meine Dings-Patientin geklaut. So, gut, nehme ich einen ganz einfachen. So, verlegen. Daher. Hier, das ist Mr. Arschkriecher. My extra fan. Ich bin ja nur gespannt, wo der englische Patient hier einmarschieren wird. Ja, der englische Patient, bitte. Der englische Patient in Raum 3, bitte. Bitte kommen Sie in Raum 3. Und die Alte wartet immer noch auf ihr Labor. So, wir vergeben nochmal einen Erfahrungspunkt. Machen wir ein bisschen Pädiatrie. Da sind wir noch nicht so gut gestellt mit. Wir gehen jetzt nochmal eine Runde suchen. Uns einen Toxik. Da, die hampelt da so rum, als sei die nicht ganz nüchtern. Vielleicht ist die ja toxisch. Bitte. Ja! Ah, fuck. Entschuldigung. Die ist mir zu toxisch, mit der komme ich nicht klar. Die hat 3. Ich kann aber nur. So toxisch darfst du auch nicht sein. Ja, das ist ein. Meh. Ich habe das Bett gekriegt. Nicht du. Da musst du jetzt warten. Ja. Immer wenn man in solche Nähe von solchen Leuten kommt, die man nicht mag, der steht da immer noch rum. Der will sich noch bei mir bedanken. Ich kann mich wohl eben kurz mit ihm nehmen, Dankeschön, erledigen. Dann kann er nämlich auch gehen. So, damit haben wir die Mehrfachpatienten auch erledigt. Wie gesagt, wäre nur schön gewesen, noch zu wissen, welcher noch fehlte, aber daran muss man sich wohl selbstständig erinnern. Und wir nutzen die Chance, weil wir immer noch darauf warten, dass die Frau aus dem Labor wiederkommt. Machen wir ein bisschen hier was für unsere Toxikologie. Noch ein Stern und wir können die Pädiatrie und wir sind tatsächlich im ersten Tag schon bei jedem Thema um eins besser geworden. Das erfreut. Ich bin etwas irritiert, was er jetzt macht. Er rennt stur gegen die Wand. Du solltest bitte auf die Herrentoilette gehen, mein Freund. Und nicht stur gegen die Wand rennen. Bist du vielleicht zu müde? Brauchst du vielleicht eine Pause? So, das sieht doch schon besser aus. Solche Leute müssen übrigens nie auf Klo. Der war jetzt schon 5-mal duschen, aber nicht einmal pinkeln. Vielleicht muss er deswegen so oft duschen. Das kann natürlich sein. Hier tobt gelegentlich der Wahnsinn, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja. Es lohnt sich, sich mit Maxwell, dem Chef des Sicherheitsdienstes, gutzustellen. Oh ja. Vergessen Sie nicht, vor Ende Ihrer Schicht mit ihm zu sprechen. Nein, nein. Vertrauen Sie mir in dieser Frage. Oh ja, wir müssen Maxwell suchen. Aber erstmal müssen wir was essen. Das bringt alles nichts. Sonst kippen wir hier gleich um. Hab schon meinen Stammplatz. Das ist mein Platz. Ja, das kann ich nicht leiden. Schwester Brigitte.
Für alle Fälle Schwester Stefanie oder was? So, let's have a talk with our friend Povel. Den müssten wir wohl Besuchertoiletten, Ort der Spiel, da beim Sicherheitsdienst. Da müssten wir ihn finden. Maxwell, du altes Haus. Mal gucken, wo bist du? Bist du Maxwell? Oder bist du Maxwell? Hallo, bleib mal stehen, mein Freund. Da. Natürlich. Ja, wir haben ja auch alle nur drei Themen. Okay, dann sind wir mit dir eben durch. Juti tuti, das hätten wir also auch. Ein bisschen Ruhe könnte uns nicht schaden. Machen wir doch mal ein kleines Mittagsschläfchen. Wir müssen sowieso warten. Wir warten immer noch auf die Laborberichte der Olten. Du weck mich, wenn die Laborberichte da sind. Oh, hi. Hey, ich hab heute noch keinen umgebracht. Auch cool, oder? Ist noch keiner gestorben. Oh, hier machen wir ja richtig Vorsprünge bei dem. Oder bei der, besser gesagt. Ah, da muss sie weg. Wie haben wir da eigentlich? Tratschen, okay, du willst tratschen, dann tratschen wir. Okay. Wen haben wir noch? Hauen wir uns einen Moment hin. Ein Notruf. Ich muss zum CT-Scanner. Im Warteraum sitzt ein Manager, der alles doppelt sieht. Ich möchte, dass Sie sich persönlich um ihn kümmern. Untersuchen Sie ihn und sagen Sie mir Bescheid, falls Sie Hilfe brauchen. Nicht vergessen, tu niemandem weh. Ah, schade, ich dachte, ich darf endlich jemanden umbringen. So, ihr Flitzpiepen, ich gehe mal arbeiten.
während ihr hier noch ein bisschen abhängt. Aber wer will es denn verübeln nach so einer 48-Stunden-Tag? So, da ist der Managa. Der Managa, der alles doppelt sieht. So, nochmal loslegen hier. Piep. Hallo Managa, hinter Ihnen. Okay, verlegen würde ich mal nach dorthin. Hey Manager, wo rennst du hin? Da geht's in die Hayabubu. Bei diesen Special Interests Aufgaben ist es eigentlich fast nie so, dass wir den jetzt gleich schwupps heilen können. Da können wir uns mal drauf einrichten. Auch der kriegt gleich nochmal Laborbericht oder Laborwert um die Ohren geballert hier. Und dann wollen wir nochmal gucken hier. Komm mal, hau raus. Ja, da haben sie recht, Schwesterchen. So, Labortest. So, Blutbild. Ich hab noch was. Ich hab noch was. So, bitteschön. Okay, kleines Geschenk des Hauses und vielleicht... Und jetzt wollen wir sie doch mal wirklich loben. Natürlich, wer mag ihn nicht? Und jetzt... Wenn sie in unserer Nähe ist, dann sind wir richtig gut. Aber wir brauchen noch einen pädiatrischen. Hallo? Bitte? Können wir dich, junger Mann? Was hast du denn? Hast du Aua Bobo weh? Okay, verlegen wir dich mal in den Hauptuntersuchungsraum. Irgendeiner ist hier, der uns nicht mag. Da kommt meine Lieblingsschwester. Wenn die da ist, dann rocken wir das Feld. So, komm her, kleiner Mann. Bei ihr sind wir hier top of the pops. Zack. Da hätten wir den pädiatrischen Teil 3 auch. Ich weiß, der Rio, unsere Freundin. Das Kind und wie können wir nur mit ihnen? Sie hat gerade keine Zeit für einen weiteren Smalltalk. Aber bei ihr fühlt man sich wohl. Hier ist wieder eine Schnarchnase, die uns nicht mag. Aber immerhin sind wir jetzt im ersten Tag schon alles schon mal so richtig gepimpt. Da können wir uns jetzt auch schon mal an die etwas schwereren Fälle wagen. Während Dr. Top-Pflanze hier sich lieber um die Pflanze kümmert. Ah, da habe ich keine Lust drauf. Weil ich habe ja schon zwei, die eben Laborwerte brauchen. Da kann ich jetzt mit dem dritten nichts anfangen. So, die Schwächter ist da. Da wollen wir mal. Wollen wir mal einen Patienten retten. Und abgefrühstückt. So, was haben wir? Haben wir Hunger oder sind wir müde?
Anzeige hier ist da nicht so ganz eindeutig. Das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Ah, ich glaube, wir sollten jetzt sowieso zur Schwesternstation kommen. Weil das sind nämlich jetzt unsere beiden Chefärzte hier. Dr. Kelnick und Dr. Van Buren. Van Deer. Sie übernahmen ja irgendwann von Dr. Arnsberg die Leitung. Und irgendwie fühlt man sich bei denen nicht so ganz wohl. Da ist Dr. Lewis. Wir warten einfach mal. So, wir sind hier die Assistenzarztriege. Doktor, könnten Sie sofort zur Schwesternstation kommen? Willkommen im County General. Ich bin Dr. Van Deer, der Krankenhausleiter. Im County General werden Sie die Krankesten der Kranken sehen und bis an Ihre Grenzen gefordert werden. Aber Sie werden auch jeden Tag durch die Dankbarkeit Ihrer Patienten belohnt werden und dem Wissen, dass Sie Ihre Energie und Ihre Talente einsetzen, um anderen zu helfen. Nichts auf der Welt wird Sie mehr erfüllen als diese Arbeit. Aber Sie brauchen mehr als nur klinische Fähigkeiten, um hier zu überleben. Sie brauchen auch ein Herz. Wenn Sie es schaffen, dass die Patienten Ihnen wirklich etwas bedeuten, werden Sie Ihre Arbeit hier lieben. Ich übergebe an den stellvertretenden Krankenhausleiter Dr. Kelnick. Sie haben bestimmt schon genug über die Probleme hier im County gehört. Ich erspare Ihnen also die Details. Sagen wir einfach, die Verwaltung muss schwere Entscheidungen treffen. Unser Ausbildungsetat wurde um die Hälfte gekürzt und wir werden Anfänger aussortieren müssen. Wir werden sie alle genau beobachten. Wenn ihre Fähigkeiten nicht ausreichend sind, bleiben sie nicht lange in dieser Notaufnahme. Und jetzt schnell wieder an die Arbeit. Die Notaufnahme hat 12 Stunden Rückstand. Hey, ist das nicht Mr. 5 Minuten Verspätung? Dann bist du wohl der Neue hier, was? Aufgepasst, du Anfänger. Mich wird man hier nicht rausschmeißen. Also geh mir aus dem Weg. Nun, Dr. Rail, wie mir scheint, ist heute auch Ihr erster Tag. Nun, haben Sie nicht irgendetwas zu erledigen, Schwester? Regel Nummer 1. Don't mess with the sisters. Den Arzthelferin und Co. Denn die können dir das Leben zur Hölle machen. Mal gucken, was hier... Das ist ja so ein... Ne? Der ist hier voll und ganz auf Krawall gewürstet. Und wir können erstmal so mal richtig hier... Team, ich... Hasse, Doktor. Ja, richtig so, bam. Ja, die ist voll scheiße, die Alte, ne? Hier, das ist so ein richtiger Tratsch-Onkel. Der will tratschen, der will labern. Kirschauer. Ja, hier. Das ist so einer, ne? Den redet man so nach dem Mund. So, und weißt du, wen ich auch nicht leiden kann? Hier. Ne, ich hasse Kater. Damit kommt man immer gut an. Kelnick ist ein Genie. So, aber okay. Genug der blöden Worte. Ich gehe jetzt erstmal was mampfen. Denn immerhin ist Armbrotzeit. Und wir satteln nochmal auf die Orthopädie. Vielleicht werden wir ja Orthopäde. Der handysüchtige Schlipsträger bald wieder unter uns. Verlegen bitte in das Bett. Aber Oma ist immer noch nicht da. Der tut nichts, ne? Außer mir die Laune versauen. Ah, meine Lieblingsschwester. Schwester Rio.
Ja, dann gehen wir hier. Anweisung von oben. Nehmen wir doch gerne. Und wir können mal gucken. Wir können wohl mal die Erfrischungstücher eben auf uns anwenden. Dann sind wir mal ein bisschen flockiger. Ich will mit ihr reden. Ah, schade. Sie hat gerade keine Zeit. Wir waren ja dabei stehen geblieben. So richtig bei dir einzuschleimen. Heucheln wir noch mal ein bisschen Mitgefühl. Und jetzt hier noch mal einen schlechten Witz. Okay. Wir teilen nicht denselben Humor. Okay. Aber wir sind gut dabei. So, suchen wir nochmal. Nächster Versuch, Armbrot zu essen. Da wollte die Spielsteuerung nicht. So, wenigstens ist mein Stammplatz wieder frei. Kurze Wege. Bin ich ja totaler Fan von. So, und wenn wir gleich durch sind, gehen wir nochmal duschen. Und hauen uns dann nochmal in die Falle, bis dann die Laborbefunde der Oma da sind. Das kann ja auch nicht schaden. So, und ab ins erste Zimmer. Die Duschen haben wir alle angezogen. Ah, die unterhält sich gerade. So, frisch wie am ersten Tag. Die sind immer noch nicht da, ne? Aber gucken wir noch mal, was so unten los ist. Um 21 Uhr. In der Notaufnahme in Chicago. Wo läuft der denn jetzt lang? Wuhu! So, fangen wir nochmal hier hinten an. Was bist du denn für ein Klapskali? Was hast du denn? Nope, du bist mir zu schwer, das kann ich nicht. Ja,
leichter kardiologischer Fall. Den kriegen wir schon hin. Wobei, wir müssten uns ja langsam auch an die etwas schwereren Sachen ranwagen. Aber eine 4, die haue ich dir noch nicht weg. Er steht immer noch da und hat nichts getan. Aber es geht ja auch nicht um ihn, es geht ja darum, dass wir hier was tun. Nämlich an der Erfahrungsschraube drehen. Und in der Zwischenzeit versuchen wir natürlich auch noch ein bisschen enger an das Personal heranzukommen. Zack, legen wir euch dahin. Zack, legen wir gleich daneben. Denn ich bin so gut, ich behandle 2 Patienten auf einmal. Vor allem, weil die auch so lahmarschig sind. Und Oma kommt ja immer noch nicht hinterher hier. So, die ist abgefrühstückt, können wir nämlich gleich zur nächsten Patientin drüber gehen. So, dann holen wir uns hier ihr Gastgeschenk ab. Apothekerdosis. So, das verschenken wir jetzt. Also machen wir jetzt jemanden zum Geschenk. Gucken, wen haben wir denn hier so, den wir sowas mal andrehen können. Hatten noch gar nicht das Vergnügen. Floris hat sowieso. Bitteschön, Floris. Ach. Wir sind doch so gut dabei. Wie wäre es mit Vertrauen? Okay, da ist das Gespräch vorbei. Ja gut, ich meine, wenn die Frau nicht kommt, ne? Kann man natürlich auch nichts machen. Aber gucken wir uns mal die nächsten Patienten an. Ein leichter toxikologischer Fall, natürlich. Rums, ein schwerer toxikologischer Fall. Neurologisch, toxikologisch. Mal gucken. Boah, ist gleich schon wieder Mitternacht. So, den haben wir abgefrühstückt. Jetzt versuchen wir uns mal hier ran. Ah, so schlecht sind wir da gar nicht. Haben wir doch gut abgefrühstückt.
der bis jetzt schwerste Fall. Hast du was für mich? Nö. Gehen wir doch mal ein bisschen pimpen hier. Was haben wir denn so schönes? Pädiatrie. So. Haben wir denn was? Pädiatrisches gerade am Start? Nö. Dann nehme ich dich. Komm mit. Folgen Sie mir auffällig. Und er steht ja immer noch rum. So, ne? Es könnte Ihnen kein Wässerchen trüben. So, nee, ich arbeite hier nur. Ich habe noch nicht einen Patienten behandelt, aber egal. Kein Wunder, dass das Krankenhaus pleite ist. Bei solchen Nulpen. Die nie einen Handschlag tun. So, komm her, hier. Die mag mich auch nicht, Dr. Bromet. Mal gucken, was wir mit der hier machen können. Die sieht so ein bisschen streng aus, die Dame. Oh, die ist wirklich... Können wir uns ein bisschen... Okay. Themen, Politik. Ich mag Politik. Die ist ja wirklich schräg drauf. Ja, ich mag Football. Alter, ist die Scheiße drauf. Ja, ich schaue sehr gerne mal Fernsehen. Wahl? Wer ist denn Wahl? Immer noch mal kein weiter. Gott sei Dank ist die weg, ey. Ja, mein Tag ist gleich um. Russell Tucker. So, verlegt. Uiuiuiui, da so. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir sind ja so schlecht gar nicht. Der dürfte ein bisschen über unserer Klasse liegen. But I'm no Superman. Ich muss auf der Intensivstation nach einem Patienten sehen. Sollte die Erbin vom Radiologen wiederkommen, wenn ich weg bin, fangen Sie schon mal mit der Behandlung an. Natürlich. Naja, versuchen Sie es wenigstens. Bitte, lass uns den Sprung. Ja, wir sind jetzt Freunde. Und jetzt kann ich auch sagen, hey, ich vertraue dir. Und ganz großes Lob. Und noch eine Runde Mitgefühl. Oh, das wollte sie nicht hören. Aber immerhin. Es heißt aber auch gleich, da er jetzt auf die Erbin zu sprechen gekommen ist, dass sie auch gleich fertig ist, weil er sitzt jetzt ja in der Radiologie. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt so weit weg, weil unser Arbeitstag ist sowieso gleich um. Allzu lange kann der nicht mehr dauern. Wenigstens etwas. Dann habt wie diesen Tag nämlich auch überstanden, unseren ersten Arbeitstag. Mrs. Pinke Pinkes Testergebnisse liegen vor, Schätzchen. Oh, danke, Jerry. Meine kleine süße Jerry-Maus.
Das ist Terry Carter. Ist das wohl der Bruder von John? Ja, lauf mal nicht weg. Ich krieg gleich Blumen aus dem Geschenkeshop. Weil wenn ich die jetzt behandle, kriege ich nämlich was Besseres. Jetzt ist es aber immer ein kardiologischer Fall. Zum Glück sind wir ja mittlerweile etwas geschulter als vorhin. So. Annehmen. Erledigt. Ah, er ist jetzt weg. Und wir können jetzt erstmal ein paar Punkte verteilen. Dann machen wir uns jetzt mal super. Machen wir Kardiologie, sind wir gut. Und hier sind wir auch gut. Und du, Spackofatz, kannst mich mal. Ich glaube, jetzt was Großartiges machen tun wir jetzt nicht mehr. Gehen wir noch mal eine Runde zur Schwesternstation. So, komm, frisch geduscht in den Feierabend. Wir haben noch 3 Stunden oder etwas 3 Stunden noch. Hallo Dr. Louise. Ich habe heute immer noch keinen umgebracht. Ist noch niemand gestorben. Doc. Ich verstecke mich wie immer unter der Dusche. So. Dann hauen wir uns noch ein bisschen was rein. Es kostet uns ja nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was. Doch, ja, er hat ein bisschen Hunger. Ansonsten muss man sagen, es ist ein ziemlich ruhiges Spiel. Also das ist überzeugt jetzt nicht mit extravaganten Sounds oder so. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr ruhig. Fast zu ruhig von dem, was man heute so gewohnt ist. So ein bisschen erinnert es mehr so an die frühen Sims. Hey, Schwestern dürfen eigentlich nicht im Schlaf, also nicht schlafen. Aber ich bleibe jetzt einfach liegen bis zum Feierabend. Ich wollte liegen bleiben bis zum Feierabend. Und dann dackeln wir noch mal runter zur Schwesternstation. Jerry steht ja immer noch hier. Juhu, wer bist du? Hallo. Ah, wie ist denn das Wetter draußen? Ich war schon lange nicht mehr draußen. Okay, pass mal auf. Ich mach dir mal... So. Geben. So. Bitteschön. Und dann, ich mag Fernsehen. Ja, ich mag Kuchen.
Kultur. Ja, Politik ist nicht so meins. Ich mag Politik. Ich mag gar nichts mehr, denn sie muss gehen. Bist du nicht für ein Vogel? So, 17 Minuten noch, dann ist Feierabend. Ich hoffe, ich komme pünktlich weg. When it takes a long way home. Na, Sie haben Ihre erste Schicht in der Notaufnahme überstanden. Ja. Besser als ich an meinem ersten Tag. Da habe ich jemandem einen Lungenkollaps verpasst. Ich erinnere mich. Machen Sie schön weiter so und seien Sie auf der Hut. Irgendetwas ist hier im Busch. Ich weiß nur noch nicht genau was. Das finden wir raus, Dr. Carter. Das finden wir raus. Okay. Ui! Wir haben 31 Patienten behandelt. Nicht schlecht für den ersten Tag. Und niemand ist gestorben. Wunderbar. Ich würde sagen, Teil 1 erfolgreich erledigt, wa? Und wir sagen, danke fürs Zuschauen. Wir speichern jetzt an dieser Stelle. So. Und sagen, danke fürs Zuschauen. Das war Teil 1 von Emergency Room, das Spiel zur absoluten Kultserie. Bis später.